Warum macht uns die Torheit des Kreuzes immer wieder zu schaffen? Das Evangelium, das heute von dem Nicht-Verstehen-Können selbst der Aposteln berichtet, ist uns zum Trost geschenkt. Verzweifeln wir also nicht, wenn auch wir hin und wieder die göttliche Weisheit nicht zu verstehen vermögen. Warum muss der Preis für die Erlösung das Kreuz sein? Die Torheit des Kreuzes sprengt jegliche menschliche Vorstellbarkeit und jegliche Kosten-Nutzen-Analyse. Ebenso schier unbegreiflich erscheint uns auch die Tatsache, dass die Kirche Gottes immer wieder das Schicksal Christi durchleben muss. Ist aber die Kirche nicht der fortlebende Christus? Muss daher die Kirche nicht auch immer wieder Golgotha und auch den Ostermorgen erleben, wenn sie das Schicksal unseres Herrn Jesus Christus teilt? Die Torheit des Kreuzes überrascht uns immer wieder, weil wir im Grunde zu wenig mit der Weisheit des Kreuzes rechnen und auch noch so weit entfernt sind von einer Vertrautheit mit der Torheit des Kreuzes. Möge die kommende Fastenzeit uns dazu dienen, die Torheit des Kreuzes immer mehr kennenzulernen und zu lieben.